Ja, wie funktioniert SkyShield? Wir haben mit einem Experten gesprochen. Karl-Heinz Grasser blitzt beim Verfassungsgerichtshof ab. Außerdem, Grete Thunberg muss nach Klimaprotest vor Gericht. Und würde eine Nuklearkatastrophe Putin in die Hände spielen? Zahlreiche Razzien gibt es zurzeit in Kärnten. Ja, das und mehr sind meine Themen heute Abend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind an diesem Donnerstag. In den vergangenen Tagen fanden in Kärnten mehrere Razzien der Polizei statt. Am Donnerstagvormittag informierte dann die Exekutive über die Hintergründe. Es kam zu mehreren Festnahmen und zu zahlreichen Hausdurchsuchungen. 600 Beamte waren im Einsatz. Die Polizei in Kärnten hat am Donnerstag Bilanz nach einem Großeinsatz gezogen, der von Montag bis Mittwoch gedauert und für einiges Aufsehen gesorgt hatte. Es wurde im Bereich Villach und Feldkirchen ermittelt wegen Drogenhandels, Geldwäscherei und Zuhälterei. Ich darf Ihnen, ich kann es auch so benennen, mit Sicherheit den größten kriminalpolizeilichen Einsatz, den wir in Kärnten je hatten, berichten, und zwar gegen kriminelle Strukturen. Aufgrund der Größenordnung der vorbereiteten Amtshandlung war es notwendig, diese auf 3 Tage aufzusplitten. Für die Sicherheit in unserem Bundesland war es ein gutes Ergebnis. Wir haben zahlreiche Sicherstellungen von Suchtgift und Bargeld vorgenommen. Wir haben 25 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 9 Personen insgesamt festgenommen. Konkret wurden 57.000 Euro Bargeld und 750 Gramm Kokain sichergestellt. Pro Tag waren rund 200 Beamte im Einsatz. Beteiligt waren das Bundeskriminalamt, die Cobra, die Bereitschaftseinheit Kärnten, unsere Diensthundeinspektionen, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Suchtermittler, Spurensicherungsbeamte aus fast allen Bezirken Kärnten sowie alle Ermittlungsbereiche unseres Landeskriminalamts. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 7 rumänische Staatsbürger, einen Italiener und eine Österreicherin. Neben Wohnungen wurden auch Gastronomiebetriebe, 2 Großbordelle und eine Garage durchsucht. Ja, russische Medien haben Bilder einer Durchsuchung eines Anwesens von Jewgeni Prigoschin in St. Petersburg während seines Aufstands Ende Juni veröffentlicht. Und bei der Durchsuchung fanden die Ermittler auch den Bildern zufolge unter anderem Dollar, aber auch Rubelbündel, Goldbarren, zahlreiche Waffen und auch mehrere Pässe mit unterschiedlichen Namen und einen Schrank voller Perücken. Im Zuge des gescheiterten Putschversuchs gegen die russische Militärführung haben russische Spezialeinheiten auch die Villa des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin durchsucht. Russische Medien veröffentlichten nun Bilder des Einsatzes und geben damit Einblick in das skurrile Luxusleben des ehemaligen Putin-Vertrauten. Mehrere staatliche und private russische Medien veröffentlichten offenbar von Strafverfolgungsbehörden aufgenommene Bilder, auf denen ein großes, luxuriöses Haus mit einem Hubschrauberlandeplatz im Garten zu sehen ist. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler unter anderem Dollar- und Rubelbündel in Millionenhöhe, Goldbarren, zahlreiche Waffen oder auch mehrere Pässe mit unterschiedlichen Namen und einen Kasten voller Perücken. Auch auf einen ausgestopften Alligator stießen sie. Außerdem sei in Prigoschins Haus ein Foto mit abgetrennten Köpfen gefunden worden. Prigoschins Kämpfern wurden in der Vergangenheit wiederholt entsprechende völkerrechtswidrige Übergriffe vorgeworfen. Besonders skurril auf den Bildern sind die vielen verschiedenen Perücken in unterschiedlichen Stilen und Farben, von grau bis mausbraun. Die staatlich unterstützten Telegram-Kanäle veröffentlichten zudem Fotos, auf denen der Warlord angeblich die Perücken als Teil verschiedener Verkleidungen trägt. Die Qualität einiger Verkleidungen ist aber derart lächerlich, wodurch Spekulationen aufkamen, dass sie gefälscht worden sein könnten, offenbar um den Wagner-Chef weiter zu diskreditieren. Ja, die Debatte um die geplante Beteiligung Österreichs an der europäischen Luftverteidigungsinitiative SkyShield geht auch weiter, denn vieles ist noch unklar. Doch was ist denn SkyShield jetzt genau und warum macht er Österreich überhaupt mit? Meine Kollegin Conny Winnewarter hat mit dem Kommandant der Luftstreitkräfte in Österreich, Gerfried Bromberger, gesprochen. SkyShield ist de facto ein Zusammenschluss europäischer Staaten,
die ein gemeinsames Interesse haben. Und dieses Interesse ist, Fähigkeitslücken zu schließen. Diese Fähigkeitslücke heißt unter anderem auch Luftverteidigung. Und das heißt, man versucht durch den Zusammenschluss ein gemeinsames Beschaffungsvorhaben zu erreichen. Man kann das relativ leicht erklären. Gemeinsame Beschaffung heißt natürlich, dass das jeweilige Stück oder wenn man ein größeres Stück so einkauft, dass das einfach günstiger wird. Ist jetzt aber dann die primäre Motivation dahinter, dass man Geld spart, oder gibt es auch wirklich einen anderen Nutzen, den wir daraus schließen können? Eigentlich müsste man zuerst fragen, warum machen wir das überhaupt? Also sprich, nicht die Frage des Wie oder des Was, sondern eigentlich das Warum. Und das Warum ist eigentlich eindeutig der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der einfach die Bedeutung einer umfassenden Verteidigungsfähigkeit gegen das gesamte Spektrum der militärischen Bedrohung verdeutlicht. Das heißt, Russland setzt ja bereits auch jetzt ein, unbemannte Systeme, ballistische Raketen, Marschflugkörper bis hin zu Hyperschallwaffen. Und wie gesagt, wir sehen diesen Einsatz fast täglich, wo Raketen in Kiew einschlagen. Jetzt stellen Sie sich vor, das würde in Wien, Graz, Klagenfurt, Linz passieren. Wenn wir ehrlich sagen, als Kommandant Luftstreitkräfte, wir könnten derzeit maximal zuschauen, aber mehr könnten wir nicht erreichen. Das heißt, dieses Vorgehen Russlands führt uns vor Augen, wie wichtig eine leistungsfähige Luftverteidigung ist, um eben zukünftig Bedrohungen entgegenwirken zu können. Österreich ist ja neben der Schweiz, die sich jetzt auch interessiert gezeigt hat, und Schweden, die aktuell Beitrittskandidat der NATO sind, das einzige Land eigentlich, das jetzt SkyShield beitreten möchte und eben nicht der NATO angehört. Wie passt das denn jetzt zusammen? Also viel besser könnte es gar nicht sein. Ich sage mal, ich mache mir hinsichtlich der Neutralität einerseits keine Gedanken, weil die Politik hat das aus meiner Sicht klar beantwortet. Für mich als Offizier, ich folge dem Primat der Politik. Und nachdem jetzt Schweiz mit an Bord ist und ich sage, die Schweiz exerzieren Neutralität nach Punkt und Beisprech. Und wenn das für die Schweiz gilt, dann glaube ich, dann können wir diesen Schritt ganz leicht wagen. Am Freitag wird in Bern eine entsprechende Absichtserklärung jetzt unterzeichnet. Wie geht es denn da jetzt dann konkret weiter, nachdem man das unterzeichnet hat? Wir gehen dann weiter in konkrete Planungsschritte. Das heißt, wir haben dann Zugang zu wesentlichen Planungsdokumenten, was wir brauchen aufgrund der Bedrohungsanalyse. Das ist ja schon längst alles passiert. Es geht jetzt darum, wie gesagt, konkreten Zugang zu bekommen. Welche Systeme gibt es überhaupt? Das weiß man ja grob auch. Es gibt europäische Lösungen. Es gibt Lösungsansätze oder auch Lösungen oder Lösungsvorschläge seitens der USA, aber auch israelische Lösungen. Das muss man sich einfach ganz konkret dann ansehen. Was passt am besten zu Österreich? Lassen Sie uns das Ganze zum Abschluss noch praktisch hinterfragen, wenn jetzt tatsächlich eine Rakete über Österreich fliegen würde. Dann ist mal meine erste Frage, dürften wir die dann jetzt mit dieser SkyShield-Initiative abschießen? Erste Frage. Und zweite Frage, wer hat dann das Weisungsrecht, das zu tun? Sollte es zu einer Verletzung der österreichischen Lufthoheit kommen, sind einzig und allein wir verantwortlich und wir entscheiden selbstständig, ohne Wirkung von außen, was zu tun ist, ob wir zum Beispiel reagieren, ob wir bedroht sind, und dann gilt es, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Und Karl-Heinz Grasser ist mit seinen Anträgen beim Verfassungsgerichtshof abgeblitzt. Die Anträge bezogen sich auf die vermeintliche Befangenheit von Richtern und die Hemmung auch von Verjährungsfristen. Grasser und vier andere Angeklagten waren der Meinung, dass es verfassungswidrig sei, dass ein Schöffengericht selbst über die Ablehnung eines Richters wegen Befangenheit entscheide und es gegen diese Entscheidung auch keine Rechtsmittel gebe. Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser der früheren ÖVP-FPÖ-Regierung und vier weitere Angeklagte des Buwok-Prozesses sind beim Verfassungsgerichtshof mit ihren Anträgen abgeblitzt. Bei den Anträgen ging es um eine vermeintliche Befangenheit von Richtern und die Hemmung von Verjährungsfristen. Grasser und die anderen Angeklagten vertraten die Ansicht, es sei verfassungswidrig, dass über die Ablehnung eines Richters, eines Schöffengerichts, wegen Befangenheit dieses Gericht selbst zu entscheiden habe und es gegen diese Entscheidung keine Rechtsmittel gebe. Ebenso sei es verfassungswidrig, dass der Zeitraum vom Beginn der Ermittlungen bis zur rechtskräftigen Beendigung des Strafverfahrens nicht in die Verjährungsfrist einzurechnen ist, so der zweite Antrag. Laut VfGH spreche aus verfassungsrechtlicher Sicht nichts dagegen, dass die Entscheidung über die Ausschließung eines Richters zuerst vom Schöffengericht getroffen werde. Diese Entscheidung könne durch eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Strafurteil bekämpft werden.
Aber auch in puncto Verjährungsregelungen sah der Verfassungsgerichtshof keinen Handlungsbedarf. Gesetzliche Verjährungsfristen dienen in erster Linie der Rechtssicherheit, nicht der Sicherstellung einer angemessenen Verfahrensdauer, wie die Antragsteller argumentiert hatten. Ob eine Verletzung im Recht auf Entscheidung innerhalb angemessener Zeit vorliegt, ist stets im Einzelfall zu beurteilen, nicht aber eine Frage der Verfassungsmäßigkeit der angefochtenen Bestimmung. Grasser und weiteren Angeklagten wurde im BUWOG-Prozess vorgeworfen, bei der Privatisierung der Bundeswohnungen 2004 und der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower illegal mitkassiert zu haben. Dabei ging es um 58.000 Wohnungen österreichweit, die um 961 Millionen Euro privatisiert wurden. Die Ermittlungen zur BUWOG-Causa starteten 2009. Erst 2016 gab es eine Anklage. 2020 fielen die Urteile. Grasser fasste noch nicht rechtskräftig 8 Jahre aus und bekämpft das Urteil. Und die SPÖ, die sorgt erneut für Schlagzeilen. Denn nach dem Debakel bei der Wahl des Parteivorsitzenden gibt es jetzt öffentliche Auseinandersetzungen zwischen dem neuen Parteichef Andreas Babler und dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Doch jetzt wird der Fall noch komplizierter, denn Michaela Grubese, die für die Verwechslung auch bei der Wahl zwischen Doskozil und Babler verantwortlich war, wurde wegen des Verdachts auf Betrug angezeigt. Am 5. Juni verkündete die SPÖ-Wahlkommissionsleiterin Michaela Grubeser, dass es einen versehentlichen Umtausch der Stimmen gegeben habe und Andreas Babler und nicht Hans-Peter Doskozil beim Parteitag am 3. Juni zum SPÖ-Vorsitzenden gewählt worden ist. Der Fehler sei via Excel passiert. Nun prüft die Staatsanwaltschaft Linz einen Anfangsverdacht gegen Grubeser. Sie soll laut einer anonymen Anzeige die chaotische Vorsitzwahl bewusst beeinflusst haben. Grubeser ortet eine parteiinterne Intrige gegen sich. Nach dem Grundrechnungsdebakel bei der Wahl der Parteispitze gibt es öffentlichen Disput zwischen dem neuen Parteivorsitzenden Andreas Babler und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der seinem neuen Chef über die Medien ausrichten lässt, was ihn alles an Bablers Plänen stört. Es rumort also wieder kräftig weiter bei den Roten und jetzt eben noch diese Anzeige. Michaela Grubeser soll, so die anonyme Sachverhaltsdarstellung, die der Krone auch vorliegt, wieder besseres Wissen Hans-Peter Doskozil zum Sieger vor Babler verkündet haben, weil vor allem ihr Lebensgefährte Max Lercher sein politisches Schicksal an den Sieg des Burgenländers geknüpft hatte. Die Strafanzeige landete vor einigen Wochen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die leitete sie an die Staatsanwaltschaft Linz weiter, denn dort im Design Center befindet sich der mutmaßliche Tatort. Hier fand die Delegiertenabstimmung statt. Die SDA Linz prüft nach wie vor einen Anfangsverdacht, ob ermittelt werde oder nicht. Unter Tränen, heißt es in dem Papier, habe Grubeser einem Ex-SPÖ-Minister die Tat gestanden. Sie habe quasi auf eigene Faust manipuliert. Sie höre das erste Mal von diesen Vorwürfen, sagt Grubeser. Ich bin durch den Rücktritt von Harry Kobitz Sprecherin der Wahlkommission geworden, eines Kollektivvorgangs mit 20 Personen aus allen Flügeln der Partei. Es gibt keine Möglichkeit, 20 Personen zu manipulieren. Im Gegenteil habe sie, nachdem ein Rechenfehler bekannt geworden war, selbst die Neuauszählung veranlasst. Die Krone hat unterdessen die Sachverhaltsdarstellung auch von unbeteiligten Strafrechtsexperten besehen lassen. Die einen sagen, es gebe ein Motiv durch die intensive Nähe und die mögliche Abhängigkeit zu und von Doskozil. Man müsse jedoch auch eine Kausalität erhärten. Andere halten die Konstruktion für unplausibel. Flammen loderten in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung im Wiener Bezirk Margareten. Der Wohnungsinhaber konnte sich gerade noch rechtzeitig mit seinem Hund ins Freie retten. Ja, und dichter Rauch breitete sich rasch im Stiegenhaus aus. 23 Bewohner mussten mitten in der Nacht aus ihren Betten geläutet und in Sicherheit gebracht werden. Um 3 Uhr morgens trafen die Rettungskräfte in der Ziegelofengasse ein, wo Flammen aus den ersten Stockwerken eines 5-stöckigen Gebäudes schlugen. Der Bewohner der Wohnung hatte sich bereits in Sicherheit gebracht und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Hund wurde von der Tierrettung betreut. In der Zwischenzeit bestand die Gefahr,
dass das Feuer auf die oberen Stockwerke übergreifen könnte. Aus Sicherheitsgründen mussten daher 23 Bewohner das Gebäude verlassen. Teilweise nur mit Unterwäsche bekleidet, wurden die Betroffenen von mehreren Atemschutztrupps mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte kämpften mit zwei Löschleitungen sowohl von außen als auch von innen gegen die Flammen an. Mit Hilfe von Hochleistungslüftern wurde der Rauch schließlich aus dem Gebäude und den Wohnungen gedrückt. Gegen 4.45 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung wurde jedoch Opfer der Flammen. Die genaue Brandursache wird derzeit ermittelt und während des Einsatzes war die Ziegelofengasse gesperrt. Der Nationalrat hat ein neues Barrierefreiheitsgesetz und weitere Teile der Pflegereform beschlossen. Zu den aktuell 40 bestehenden Primärversorgungseinheiten sollen auch bis Ende 2026 zumindest 43 weitere in ganz Österreich hinzukommen. Ja, und angepeilt werden aber sogar 120. Statt bisher 340.000 Patienten sollen so mindestens 705 und 500 Menschen pro Jahr versorgt werden. Der Nationalrat hat am Donnerstag seinen Sommercare-Aus fortgesetzt. Erster Punkt waren Neuerungen in der Primärversorgung, die mit Stimmen von ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS angenommen wurden. Was wir heute beschließen, ist ein erster, aber ein ganz wesentlicher Baustein einer umfassenden Gesundheitsreform, die wir jetzt versuchen, im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen auf den Boden zu bekommen. Warum ist dieses Primärversorgungsgesetz so wichtig? Wir haben, das wissen Sie alle, im niedergelassenen Bereich bei Ärztinnen, bei Ärzten eine Situation, dass wir zunehmend eine Entwicklung haben, dass die Kassenvertragsarztstellen nicht besetzt werden können, die Wahlarztstellen hingegen boomen. Wir haben auch eine Situation, eine Tendenz, dass aufgrund dieser Mangelsituation im niedergelassenen Bereich, insbesondere im ländlichen Raum, Menschen in die Spitalsambulanzen ausweichen, was dann dazu führt, dass die Bundesländer sich zu Recht beklagen, dass dann Patientinnen und Patienten in den Spitalsambulanzen landen, die dort eigentlich nicht hingehören. Zu den aktuell 40 bestehenden Primärversorgungseinheiten sollen bis Ende 2026 zumindest 43 weitere in ganz Österreich hinzukommen. Angepeilt werden tatsächlich 120. Statt bisher 340.000 Patienten sollen so mindestens 705.500 Menschen pro Jahr versorgt werden. Die Errichtung von Primärversorgungszentren soll mit diesem Gesetz erleichtert und entbürokratisiert werden. Den Ärztekammern wird die Vetomöglichkeit genommen. Auch ein weiterer Teil der Pflegereform wurde auf den Weg gebracht. Ein Gutachten, das vom Land Niederösterreich in Auftrag gegeben wurde, könnte das Ende der Numerus Clausus-Flüchtlinge bringen, heißt es. Denn wir brauchen unsere Studienplätze für unseren Medizinernachwuchs in Österreich. Das sagt zumindest die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und von den derzeit rund 15.380 Medizinstudenten in Österreich kommen 35% aus dem Ausland. Mehr als 3/4 der deutschen Medizinstudenten verlassen aber nach der Beendigung ihres Studiums Österreich. Ja, und der erste Mangel, der verschärft sich so immer weiter, weil Österreichs Universitäten de facto viele Mediziner eben für unsere deutschen Nachbarn ausbilden. Bildungsminister Martin Polaschek bleibt in der neu aufgeflammten Debatte über die Medizinerquote vorsichtig. In der Fragestunde des Nationalrates sagte der Ressortchef am Donnerstag zu einem Gutachten des Europarechtlers Walter Obwexer, wonach man deutsche Numerus Clausus-Flüchtlinge in Österreich nicht zulassen müsse, man prüfe das gerade sehr intensiv. Das Gutachten war von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentiert worden, die hier einen Hebel gegen den Medizinermangel sah. Polaschek setzte daraufhin eine eigene Arbeitsgruppe mit Experten aus Europa und Verfassungsrecht ein, die prüfen soll, inwieweit man auf Basis der Expertise an die EU-Kommission herantreten sollte. Auch der Gesundheitsstadtrat von Wien, Peter Hacker, äußert sich zu Johanna Mikl-Leitners Forderungen. Nicht in der Hand haben, ist der Bereich Ärzteausbildung. Und das ist ärgerlich,
Denn die Ärzte sind diejenigen, die in unseren Spitälern ausgebildet werden. Wir kriegen zu wenig Ausbildungsplätze. Da funkt uns permanent die Ärztekammer dazwischen. Die Logik, nach der Ausbildungsplätze definiert werden, überhaupt halten wir für längst überholt. Und der dritte Punkt ist, wie viele Studierende verlassen die Medizinuniversitäten? Und auf das hat die Landeshauptfrau reflektiert. Richtig, ja. Ich bin nicht Ihrer Meinung, offen und ehrlich gesagt, aber ich bin Ihrer Meinung, dass wir es diskutieren müssen, und zwar dringend. Wir brauchen mehr Studierende an den Medizinuniversitäten. Denn wenn wir jetzt die Zahl der Studierenden erhöhen, dauert das Studium 6, 8 Jahre. Die Ausbildung für einen Facharzt dauert noch einmal 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, je nach Fach. Das heißt, alles, was wir jetzt entscheiden, ernten wir erst frühestens in 10 Jahren. Wir wissen aber, Wahnsinn, dass die Zahl der Ärzte, die jetzt im Alter von 55 ist, die geringste Zahl überhaupt ist. Da kommt dieser berühmte Bevölkerungsknick, ja, der berühmte Pillenknick wird in 10 Jahren durchschlagen. Das heißt, wir werden in 10 Jahren einen Ärztemangel haben. Da wird rückblickend der heutige Pflegekräftemangel ein Lächeln sein dagegen. Und das ist inakzeptabel. Mhm. Und da sagen alle Landespolitiker, es kann nicht sein, dass der Wissenschaftsminister da einfach stillhält und zuschaut, wie an den Medizinuniversitäten die Zahl der Studierenden nicht erhöht wird. Eine Rückkehr zum Herkunftslandprinzip betrachtet der Bildungsminister rechtlich gesehen skeptisch, da Österreich über eine hohe Absolventenquote verfüge. Das Problem sei, dass nur ein Teil davon nach dem Studium hierzulande in einen medizinischen Beruf gehe. Der Schlüssel sei, das zu ändern. Ja, es ist der Reiz des Verbotenen, der Nacktheit und Intimitäten in der Öffentlichkeit so spannend macht. Und gerade im Urlaub möchte man vielleicht gerne auch die Hüllen fallen lassen. Aber wie sieht es eigentlich aus? Wie weit darf man das in den einzelnen Urlaubsländern? Ja, wir haben da mal nachgefragt. Von barbusig in der Stadt über nackt am Strand bis zum Sex im Sand. Seien wir alle mal ehrlich. Hatten wir nicht schon alle diese Fantasie gehabt? Türkisblaues Meer, weißer Sand unter den Füßen? Wenn dann noch die großen grünen Palmen sind, die sich im warmen Wind hin und her bewegen, dann möchte man am liebsten die Hüllen fallen lassen und sich der Liebe hingeben. Einfach mal grenzenlos am Strand leidenschaftlich Liebe machen. Doch darf man das überhaupt? Nun, das handhaben die Länder unterschiedlich. Der Sex in der Öffentlichkeit ist in Österreich per se nicht verboten. Doch sollten sich dadurch Mitmenschen belästigt bzw. andere gestört fühlen, dann muss man für das heiße Liebesspiel eine Geldstrafe bezahlen. Diese fällt allerdings im Ländervergleich gering aus. In manchen Ländern muss man schon fürs Oberteil ausziehen blechen, wie zum Beispiel bei unseren deutschen Nachbarn. Wer durch Berlin oben ohne spaziert, diese Person könnte die Polizei wegen Belästigung der Allgemeinheit aufhalten. Eine Geldbuße zwischen 5 und 1000 Euro ist die Folge. Im schlimmsten Fall droht ein Jahr hinter Gittern. Sehr wohl oben ohne, und zwar für Männer wie für Frauen, ist aber in Berlins Schwimmbädern erlaubt. Die Italiener sind zwar für ihr feuriges Gemüt bekannt, aber das sollten sie vielleicht nicht allzu oft in der Öffentlichkeit ausleben. Ein schnelles Lustspielchen mit möglichen Zuschauern kostet in Italien ca. 300 Euro oder auch bis zu 2 Jahre Haft. Nacktbaden jedenfalls ist verboten. An den Stränden werden nackte Oberkörper zumeist aber geduldet. FKK-Strände gibt es nur wenige. Nackedeis außerhalb der Zonen erwartet Strafen von bis zu 10.000 Euro. Da haben es die freiheitsliebenden Franzosen besser. FKK-Freunde genießen in Frankreich generell viel Freiheit. Besonders an der Atlantikküste ist nackte Haut weit verbreitet und toleriert. Am Cap d'Arche zum Beispiel gibt es das wohl weltweit größte Naturistenzentrum mit Nacktbadestränden und einer FKK-Stadt samt Arztpraxen, Restaurants, Shoppingcentern und so weiter. Allerdings in Paris kleidet man sich besser entsprechend. Oben ohne, nackt oder nur in Badekleidung durch die Straßen zu flanieren, kann mit bis zu 3.750 Euro Strafe oder 2 Monaten Haft enden. In manchen Ländern vergeht einem völlig die Lust am Sex on a Beach, wie zum Beispiel in Rumänien,
Auf Sex am Strand stehen bis zu 7 Jahre Haft in einer rumänischen Justizanstalt. Wer mal in Dubai ist, sollte besser in der Öffentlichkeit das Küssen, Kuscheln oder zärtliche Umarmungen unterlassen. Diese Handlungen sind alle verboten. Sollte es gar zum Sexualakt kommen, sitzt man in der Zelle. Und wer immer schon mal in Malaysia am Strand stundenlang Liebe machen wollte, der sollte sich entweder eine ganz gefinkelte Stelle suchen, an der niemand vorbeikommt, oder es ganz und gar lassen. Denn wird man erwischt, drohen nicht nur 20 Jahre Gefängnis, sondern auch eine Tracht Prügel. Also vielleicht doch lieber das gute alte Hotelzimmer für die romantischen Rendezvous nehmen. Da ist man nicht nur ungestört, meistens jedenfalls. Es kommt auch weniger Sand an gewisse Stellen. Ja, und wir kommen wieder zu einem ernsten Thema, denn der Ukraine-Krieg ist um ein weiteres trauriges Kapitel reicher. In der Nacht auf Donnerstag starben 4 Menschen bei einem Raketenangriff auf Lemberg. Zahlreiche Menschen sind auch verletzt worden. Ja, und Berichten zufolge gibt es Hinweise darauf, dass sich noch Personen unter den Trümmern befinden. Bei einem Raketenangriff auf ein Wohngebiet der westukrainischen Stadt Lemberg sind in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben des Innenministeriums 4 Menschen getötet worden. Mindestens 9 Menschen seien verletzt worden, das teilte das Ministerium bei Telegram mit. Eine Such- und Rettungsaktion sei im Gange. Mehr als 60 Menschen wurden den Angaben zufolge aus den zerstörten Häusern evakuiert. 7 Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kündigte an, dass es definitiv eine Antwort auf den Feind geben werde, eine spürbare. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff Russland Lemberg mit Marschflugkörpern des Typs Kalibr an, die vom Schwarzen Meer aus abgeschossen worden seien. 7 von 10 russischen Raketen haben die Flugabwehr zerstören können. Auf Videos sind stark beschädigte und teilweise fast ganz zerstörte Wohnhäuser eines ganzen Straßenzugs zu sehen. Zelensky schrieb dazu: Folgen des nächtlichen Angriffes durch russische Terroristen. Der Bürgermeister von Lemberg sprach von dem schwersten Angriff auf die zivile Infrastruktur seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Mehr als 50 Häuser seien zerstört worden. Lemberg liegt hunderte Kilometer von der Front entfernt im Westen der Ukraine. Die Stadt und ihre Umgebung waren seit dem Beginn des Krieges dennoch wiederholt Ziel von Angriffen. In der Stadt halten sich auch viele Flüchtlinge aus den umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine auf. Die Stadt mit ursprünglich 720.000 Einwohnern liegt rund 70 Kilometer östlich der Grenze zu Polen. Ja, auch nach dem Ende ihrer Teilnahme an den Schulstreiks fürs Klima wird die schwedische Aktivistin Greta Thunberg nicht müde, sich mit weiteren Protestaktionen gegen den Klimawandel auch einzusetzen. Ja, und da muss sie sich offenbar erstmals vor einem schwedischen Gericht verantworten. Der Grund dafür ist ein Protest in Malmö. Fridays for Future-Ikone Greta Thunberg muss vors Gericht. Stein des Anstoßes ist eine Blockade des Ölhafens in Malmö durch die Umweltschutzgruppe. Um gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe Stimmung zu machen, versuchten die Aktivisten im Juni, die Zu- und Abfahrten zu dem Gelände zu blockieren. Mit dabei auch Thunberg. Wie die Regionalzeitung Sydsvenskan berichtet, sollen sie und weitere Personen sich trotz entsprechender Anweisung der Polizei geweigert haben, die Anlage wieder zu verlassen. Die Beteiligten wurden schließlich von den Einsatzkräften weggetragen. Thunberg droht voraussichtlich eine Geldstrafe. Ein Gerichtstermin ist für Ende Juli angesetzt. Nach schwedischem Strafrecht kann das Nichtbefolgen polizeilicher Anordnungen theoretisch mit bis zu 6 Monaten Haft bestraft werden. Üblicherweise seien aber eher Geldstrafen, so die Staatsanwältin. Es ist unbestritten, dass Thunberg an der Aktion teilnahm. Neben veröffentlichten Bildern der Aktion berichtet die Schwedin selbst in den sozialen Netzwerken von ihrem Protest. Ja, in Salzburg und Tirol gab es am Mittwoch heftige Unwetter. Es gab auch zahlreiche Überflutungen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Bei den heißen Temperaturen im Sommer zieht oft ein Unwetter durch das Land.
Schwer getroffen hat es die Bundesländer Salzburg und Tirol in den letzten Tagen. In Salzburg legte sich eine Kaltfront quer über den Alpenraum und sorgte daher besonders in der Osthälfte für Schauer und im Südosten für einzelne Gewitter. Es krachte und blitzte gewaltig, starke Hagelschauer waren die Folge. In der Gemeinde Zederhaus entzündete sich in einem Waldgebiet ein kleinflächiger Brand. Die Ursache war ein Haufen aus Ästen, der durch einen Blitzeinschlag in Flammen geraten war. Dank der Feuerwehr konnte sich das Feuer nicht ausbreiten. In Tirol standen speziell in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein Straßenunterführungen und Keller unter Wasser. Die Feuerwehren mussten insgesamt 16 Mal dort im Gebiet ausrücken. Aber auch im Rest von Tirol wurden einzelne Einsätze gemeldet. So fiel zum Beispiel in Innsbruck ein Baum auf die Straße. Am Abend beruhigte sich die Lage wieder. Verletzte dürfte es keine gegeben haben. Die Nebenwirkungen des Unwetters dürften auch in den nächsten Tagen noch zu spüren sein. Ja, dann bleiben wir auch gleich beim Wetter und schauen, wie es wird in Österreich. Es wird aber überall sehr warm werden und es gibt auch wieder einiges an Sonne. Nach Westen zu ist es auch meist den ganzen Tag strahlend sonnig und im Großteil Österreichs mischen sich aber dann auch wieder ein paar Wolkenfelder dazu. Von den Temperaturen wird es ab Samstag sehr schön werden, um die 31 Grad, ab Sonntag 33 Grad und nächste Woche um die 34 Grad. Ja, zum Beispiel auch am Samstag im Laufe des Nachmittags. Das sind zum Beispiel auch im Bergland vom Hochkönig und auch von den Lienzer Dolomiten ostwärts auch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Es weht dann auch ab und zu wieder mal ein Wind von Nord bis West. Die Temperaturen, die sind aber schon sehr gut, auch passend zum Juli. Ja, und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder da mit dem Sport. Und wir sehen uns dann auch morgen wieder, wenn Sie wollen. Einen schönen Abend noch mit KRONE TV.